wir werden jetzt Richtung Omi fahren. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Heidi ist auch mit am Start. Wir sind gerade von draußen gekommen, vom Winde verweht, so sehen wir aber auch aus. Aber wir haben es gut abgepasst, denn ich glaube, jetzt fängt es richtig an zu regnen. Und eben war eigentlich noch schönes Wetter, kalt, aber schön und trocken vor allem, ne? Ja, Pauli will raus, den lassen wir gleich raus. Wir sitzen gerade am Mittagstisch, wir haben es jetzt gerade kurz vor 2:30. Heidi wollte einfach nicht rein und dann habe ich schon die ganzen Sachen immer runtergestellt. Und jetzt hat aber der Hunger doch gesiegt. Und ich habe leider aufgrund dessen das Essen so ein bisschen umswitchen müssen, denn es gibt heute bei uns Vollkornnudeln, Fischstäbchen. Jetzt denkt ihr auch, okay, was für eine Kombo. Aber eigentlich hättest du den Nudeln Spinat geben sollen. Wieso möchtest du raus? Was ist los? Du möchtest kein Essen jetzt machen? Okay, hast du keinen Hunger? Was ist los, Schatzi? Hey, die ist heute nicht so gut drauf. Und hungrig ist sie jetzt doch wieder, nicht? Willst du dann das Innere essen? Ja. Mal, soll ich die Kruste abmachen? Ja. Ja? Die Panade ab. Willst du es mal so probieren? Ja. Ja? Huch. Bitte. Da. Ketchup. Da. Bis Ketchup. Und? Schmeckt besser? Nein. Also, dass Heidi heute nicht essen mag, ist kein Wunder. Es schmeckt wirklich ganz grausam. Ich habe nämlich eine Fertigsoße, die habe ich noch gefunden. Nicht, dass sie abgelaufen ist, aber Fertigsoßen und frisch gekocht ist ein himmelweiter Unterschied. Man mag es kaum glauben. Und die schmeckt wirklich so zum... Ich kriege das kaum runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl man ja ein Vorbild sein sollte. Schade ist einfach, dass mir der Spinat angebrannt ist. Das ist total untypisch eigentlich für mich. Wie bitte? Du bist unterm Tisch, du Nase. Denn eigentlich ist es ja das Einfachste der Welt. Aber ja, dadurch, dass wir halt draußen waren und dieses Hin und Her, normalerweise koche ich und bin dann auch in der Küche. Aber da das Kind halt so unausgeglichen heute ist, wollte ich ihr eine Freude bereiten und halt immer im Garten, dann Küche, Garten, Küche, ja. Und das ist dabei rausgekommen. Gott sei Dank haben wir noch einige Nudeln, aber ich muss wirklich sagen, so traurig das ist, aber das kriege ich nicht runter. Das schmeckt wirklich, da kann man gar nichts zu sagen. Ich werde jetzt einfach mit Heidi die Fischstäbchen essen. Und Heidi schreit hier schon wieder, Gott, ihr seid total schief, die Katzen an. Ihr seht es, glaube ich, schon. Wir haben heute Morgen das Wohnzimmer wieder umgebaut. Also es steht genauso back to the roots sozusagen. Da bin ich ganz glücklich drüber. Ich muss nur noch die Deko machen, aber ich war ganz froh, dass Ralf mir noch geholfen hat, bevor er zur Arbeit gefahren ist. Was ist los, mein Schatz? Du musst das nicht essen. Mama wird das auch nicht essen. Ich mache uns gleich nochmal eine Portion Nudeln, dann nur mit Ketchup. Ne? Das schmeckt bei weitem besser als das. Und ich glaube, das ist von Knorr irgendwie so ein Tetrapack gewesen. Also, oh. Nee, nicht weiter drüber nachdenken. Gut. Genau, das ist rot. Ich werde mir jetzt eine Gabel holen und dann essen wir halt einfach nur Fischstäbchen, ne? Nein. Nein? Aua. Ja, musst du aufpassen. Ja. Auf jeden Fall der Plan für heute. Wir haben nicht wirklich viel bis jetzt gemacht. Wir haben gespielt ganz viel. Wir waren draußen. Ich habe die erste Ladung im Trockner drin. Bin gespannt, wenn der gleich fertig ist, wie die Wäsche sich dann anfühlt. Habe auch schon Wäsche gewaschen und sogar noch Wäsche abgehängt. Was ist los? Geht's dir besser? Das ist in Ordnung. Genau. Was noch? Ja, auf jeden Fall Heidi auf Trab gehalten, weil, wie gesagt, die ist heute irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und dementsprechend ist der ganze Tagesrhythmus so ein bisschen durcheinander. Ja, Heidi ist auf der Couch drauf. Mein Plan wäre es heute eigentlich gewesen, sagt mal schnell, ins Bauhaus zu fahren, zu Ikea zu fahren. Ich habe eine riesengroße Liste in meinem Handy. Das wollte ich mir gleich einmal aufschreiben in Ruhe, aufschreiben in Ruhe, aufschreiben in Ruhe. Oh, oh, Heidi, das möchte ich nicht nochmal sehen. Hast du verstanden, Hase? Heidi? Sie weiß ganz genau, was sie gerade falsch gemacht hat. Denn bei uns ist es absolut tabu, auf der Couch zu hüpfen und zu turnen. Heidi, hör bitte auf. Wer ist das? Was könnte das sein? Mann. Ein Mann, ja, der Postbote. Mal gucken. Kommst du mit?
Dann los. Ja. Mein. Ja, guck nach vorne, sonst stoßen wir uns wieder. Wow. Mein. Mann, genau. Der netteste von allen. Schönes Wochenende, ne? Tschüss. Hallo, Mann. Tschüss. Hör auf. Hör auf. Ich sehe das schon. Mama hat sich eine Gabel geholt. Mach mal einen Schuh, Engel. Da. Ja, ich sehe das. Gib mal her, du kannst gleich weitermachen, okay? Mama einmal, dann macht Hayley. Heiß. Das ist heiß, ja. Richtig heiß. Wir haben wieder Post bekommen und auch von der Degusta-Box. Werde ich sie heute mit euch öffnen oder morgen? Auf. Wollen wir es heute machen? Ja. Okay, machen wir aber wenn dann nach Mittagsschlaf, weil ich glaube, das ist auch schon wieder Zeit. Wie gesagt, der Rhythmus ist irgendwie total durcheinander heute. Du verrückte Nudel. Ich habe Hayley heute nochmal die Sachen von gestern angezogen. Ich weiß nicht, wie ihr das immer handhabt, aber wenn die Sachen sauber sind, dann ziehe ich ihr die auch nochmal an. Also sie muss nicht saubere Sachen in den Wascheimer packen. Aber es ist eher ein seltener Fall, dass bei Hayley mal Klamotten länger als 10 Stunden halten, ohne dass sie schmutzig sind. Spätestens beim Mittagessen. Apropos Mittagessen, ich werde das jetzt einmal mit ihr versuchen, noch ein bisschen zu essen. Es kann aber auch sein, sie hat unfassbar viel heute zum Frühstück gegessen. Und dass sie daher noch so ein bisschen satt ist. Außerdem ist der Zahn feuerrot, total entzündet, der gerade am Durchschießen ist. Kann natürlich auch sein, dass dementsprechend auch die Laune heute ist. Auf jeden Fall, ich wollte so viele Besorgungen heute eigentlich machen. Ich muss mal gucken, wie ich den Tag heute so strukturiere. Ich weiß es noch nicht so richtig, muss ich sagen. Aber ihr werdet es ja sehen. Ich werde jetzt erstmal essen, bevor wenigstens die Fischstäbchen nicht kalt werden, weil die Nudeln, wie gesagt... Nudeln. Ja, die schmecken nicht so gut. Ich hole uns einmal neue und dann essen wir die mit Ketchup, okay? Mama. Muss auch mal sein. Mami macht hier einmal Platz und dann können wir uns hier beide hinpflanzen, ja? Ihr Lieben, wir haben es. Guckt es euch an. Hier fliegen die Tennisbälle durch die Bude. Kurz nach 18 Uhr. Hayley hat wirklich sage und schreibe, ist das schwer, über 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und sie wurde nach 2 Stunden oder weniger als 2 Stunden einmal wach. Und dann habe ich die Gardinen aufgemacht und sie gefragt, ob sie gut geschlafen hat, so wie immer. Und dann kam ein riesiges Gebrüll aus dem Bett. Und sie hat sich die Decke über den Kopf gezogen und gesagt, Mama, zu, Hayabu. Die wollte wirklich noch weiter pennen. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor das Kind mich gleich köpft, machen wir das einfach mal. Und jetzt wollten wir einmal mit euch zusammen die Degusta-Box öffnen. Für alle, die das nicht interessiert. Ich blende jetzt einfach ein, ab wann das Video normal weitergeht. Dann könnt ihr das einfach überspringen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich euch einmal hinstelle. Das Kind ist ganz aufgeregt. Willst du dich hier lieber auf deinen Stuhl setzen? Ja. Dann bist du höher, mein Hase. Ja. Gut. Wir machen mal so. Ich mops jetzt einfach mal hier den Blumentopf. Und stell den mir mal hier hin. Und dann machen wir das mal in Ruff, gell? So. Sie annehmen mich. Willst du dich vorsichtshalber anschneiden? Mama annehmen. Gut. Mama schneidet an. Wenn du Pipi machen musst, sagst du Bescheid, ja? Nein. Wie nein? Nein. Du musst doch Bescheid sagen. So. Wollen wir das hier auf den Stuhl packen? Dann kannst du das besser rausholen. Ja. Ja? Dann setzt Mama sich hier hin. Okay.
Ladies and Gentlemen, es geht los. Danke, mein Schatz. Das ist jetzt die Oktoberbox. Mama, die ist aus. Nee, das kannst du so rausnehmen. Ganz viel Werbung. Werbung. Danke. Wir haben drin Tomatensauce, Basilikum, für Pasta-Soße mild würzig. Dann von Vasa Delicate Crackers Sea Salt. Das passt richtig gut, weil momentan mag ich sowieso nur Chips, wenn überhaupt mit Salz. Und deswegen bin ich hier drauf sehr gespannt. Habe ich mich voll drin verliebt. Was hast du denn da Schönes? Pink Flamingo Cookie. Mürbekeks mit Vollmilchschokolade. Die Verpackung sieht richtig süß aus. Von Happy Day Cranberry Vitamin C. Perfekt jetzt zur Jahreszeit. Jelly Beans, cool. Die mag ich sehr, sehr gerne. Da habt ihr uns ja auch schon ganz oft geschrieben, Ralf und ich sollen diese Jelly Bean Challenge machen. Bin ich am überlegen, ob wir das wirklich machen, weil Ralf ist wirklich jemand, der sehr, sehr schnell würgen muss. Ich meine, das wäre ja das Witzige daran. Das hier, nein, das kann Heidi noch nicht kauen. Das ist von Ralf sein Lieblingsnaschi, Nippolino Knusperpralin. Also jetzt nicht in Pralinenform, sondern es gibt auch diese Waffeln. Das findet er richtig lecker und ich glaube, wenn er die sieht, wird er die mit Sicherheit heute Abend gleich wegkicken. Dann ist einmal drin Hula Hoop Eierlikör. Ich glaube, die Oma würde sich jetzt richtig freuen. Den werden wir ihr auch hinstellen, denn die mag gerne Eierlikör, wir hingegen überhaupt nicht. Was wir viel lieber mögen, habe ich eben schon entdeckt, als Motti das rausgeholt hat. Von Lipton sind zwei Teesorten drin. Einmal Daily Boost und einmal Beauty Time. In dem Daily Boost ist drin Grüntee, Ingwer, Zitronenverbene und Kurkuma. Ich kenne Kurkuma nur als Gewürz, aber nicht im Tee. Ich glaube, das ist sehr scharf. Und Beauty Time ist Grüntee, Zitronengras, Hibiskus, Granatapfelschalen. Also das ist definitiv meine Richtung. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man erkältet ist. Was hast du da? Oh Gott, nicht aufdrehen, mein Hase. Kosakenkaffee, fein aromatisch, Mokka-Likör. Oh, ich weiß jetzt nicht. Das ist aber auch wieder was für die Omi. Bringe ich ihr gleich morgen mit. Was ist das? Bäh. Bäh? Nein, das sind Bonbons. Japanische Bonbons. Minze. Bonbons von Kaiser. Wir kaufen immer die Standards-Eukalyptus, die grünen. Nee, um Gottes Willen, Heidi, lass das mal nicht fallen. Das kann Papi trinken. Erlebnis in Hülle und Fülle. Noch nie so gesehen. Dann waren drin Fluffy Nuts von Lorenz. Erdnuss in zarter Maishülle mit Creme Fraiche Geschmack. Das ist wiederum total meins. Ich liebe ja auch die Chips. Nicht aufmachen, Heidi, um Gottes Willen. Hast du es schon geschafft, ne? Du bist ein Freak. Meine Lieblingssorte von Pringles ist die grüne Verpackung und das ist nämlich auch Creme Fraiche. Cream Fresh, da sind wir wieder beim Amerikanisch. Das werde ich heute Abend bei Take Me Out vermampfen. Nochmal Fluffy Nuts, Erdnuss in zarter Maishülle. Oh, geil, mit Meersalz. Okay, ich werde die heute Abend essen. Mega cool. Ist da noch einer drin gewesen? Oh mein Gott, Mango. Ich liebe Mangosaft. Was haben wir denn schon wieder Fluffy Nuts? Erdnuss in zarter Maishülle, milde Paprika-Geschmack. Das ist ja so wie Standard-Paprika-Chips. Schatzi, oh Gott, hol mir das bloß nicht hier alles raus. Was ist denn das? Was haben wir denn drin? Ach, hier war das Bier drin. Schau mal. Oettinger alkoholfrei. Das ist das, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Zeig mal. Aha, auch das noch. Guck mal, den Teddy. Ich glaube, das gab es letztes Jahr auch. Ich müsste jetzt mal in meinen Vlogs gucken bezüglich Halloween. Nee, ich glaube nicht, dass du das magst, mein Schatz. Weil der sieht ziemlich gruselig aus hier, der Teddy. Und dann ist hier noch eine Maske drin von Luvus. Na, nicht machen, Hase. Mama hat sie gerade gesaugt und alles. Das wäre jetzt ganz schlecht. Sowas finde ich immer so öde an Verpackungen, wenn da dieses ganze Streuzeug drin ist. Naturkosmetik mit Heilerde-Repair-Maske wirkt nachweislich festigend und straffend. Das können wir ja in unserem Alter mittlerweile sehr gut gebrauchen. Buchenknospenextrakt und naturreine Heilerde. Bestätigte Wirksamkeit. Masken gehen immer. Was ist los da hinten, du Freak? Ja, dann probieren wir jetzt auch mal so einen Keks, ne? Mürbekeks mit Vollmilchschokolade. Magst du den? Ja. Ja, war mir klar. Da.
Und, was sagst du? Ja. Schmeckt? Ja. Heidi und ich haben jetzt gerade hier mal diese Flamingo-Cookies probiert. Heidi scheint ganz angetan davon zu sein. Meine Geschmacksrichtung ist das jetzt nicht. Ich finde irgendwie, das schmeckt so, weiß ich auch nicht, so wie alt. Irgendwie wie alt. Kommst du klar? Hast das ganze Ding reingestopft, ne? Mit dieser Nightdown. Nee, das kann Heidi noch nicht kauen, meine süße Maus. Oh, ich genieße das immer total. Machst du Mama immer schick? Ja. Rettest du noch, was zu retten ist? Ja. Toll. Auf jeden Fall, was ich euch erzählen wollte. Ich habe unter meinem letzten Degusta-Auspack-Video ein paar enttäuschte und traurige Nachrichten lesen müssen. Das tat mir irgendwie richtig, richtig leid. Deswegen wollte ich da mal kurz drauf eingehen. Denn ihr habt meistens in euren Boxen immer nur eine Sorte. Zum Beispiel hier. Warte, Schatz. Hoppala. Ihr habt mit Sicherheit entweder Beauty Time drin oder eben diesen Daily Boost Tee. Und wir als YouTuber haben eben den Vorteil und dürfen es genießen, dass wir halt immer alle Sorten haben, um euch eben zu zeigen, was alles drin ist. Und deswegen haben wir halt immer mehr. Nur, dass ihr da Bescheid wisst und dann nicht enttäuscht seid. Ihr werdet zum Beispiel auch nur einen Saft drin haben oder auch nur eine Erdnusstüte. Das ist wie gesagt nur, dass wenn wir euch die Box zeigen oder wenn die Blogger auf Instagram, diese Foodblogger das fotografieren, dass ihr halt seht, was es alles für Sorten und Größen und so weiter gibt. Ihr könnt das auch alles ganz in Ruhe nochmal nachlesen. Ich packe euch den Link und alle Informationen zur Degusta-Box unten in die Infobox und auch meinen Rabattcode. Denn dann spart ihr, wenn ihr die Box euch bestellt, ich glaube über die Hälfte. Und hoffe auf jeden Fall, dass damit das aus dem Weg geräumt ist, wieso, weshalb, warum wir mehr in diese Box drin haben. Ne? Und wir müssen jetzt noch einkaufen und ich habe überhaupt gar keine Lust. Willst du einen Kuss geben? Wir sind jetzt gerade vom Einkaufen zurück. Heidi guckt ihr Buch an, ihr neues, was sie zum Geburtstag bekommen hat. Das sind diese Suchbücher hier. Huch! Bilder suchen, Wörter finden mit Fahrzeugen. Dazu isst sie ein Laugenbrötchen mit Kochschinken. Jetzt schnippel ich ihr gleich noch einmal Gurke und Tomate. Gekauft haben wir einmal Laugenbrötchen. Dann Wattepads, das sind meine allerbesten, das sind die Favoriten schlechthin. Keine Drogerie kann da mithalten, die Hausmarke von Lidl macht's bei mir. Double Cherry Tomaten, die waren auch im Angebot. Milchschnitte haben wir einmal mitgenommen, Ralf und ich brauchen das zu unserem Kaffee morgens immer. Das ist der allerbeste Landschinken, den es gibt von Dulano. Das ist diese Verpackung, es gibt ja unterschiedliche. So geil gesalzen. Ich könnte mich da ja mal reinlegen und die Dinge einfach so pur essen. Dann probiere ich jetzt mal diese hier aus. SOS Handkonzentrat, sofort einziehende Intensivpflege. Ich bin allgemein totaler Fan von der Hausmarke von Lidl und auch die Spülung und das Shampoo. Bis jetzt alles immer ein Volltreffer gewesen, deswegen bin ich hier total gespannt und hat auch nur irgendwie 85 Cent gekostet. Dann sind Avocados mitgekommen, die waren auch im Angebot. Dann brauchten wir ganz dringend wieder Ceva. Heidis Naturjoghurt und meiner, den wir immer morgens essen. Unseren heißgeliebten Sahnepudding. Ralf kommt ja nachher, dann werden wir schön Take Me Out gucken und mit Sicherheit alles aus der Degusta-Box auffuttern plus Joghurt und lassen uns dann einfach richtig gut gehen. Bananen sind wieder mitgekommen, Frischkäse darf bei uns nie fehlen und da ist gerade amerikanische Woche und da haben wir die Geflügelfleischwurst mitgenommen, XXL, die war auch relativ günstig und einmal Spinat, das habe ich aber jetzt schon in den Tiefkühler gepackt und deswegen werde ich mich jetzt zu meinem Kind gesellen und Abendbrot essen, ne mein Schatz? Moin moin alle Mann zusammen. Guten Morgen, wir haben schon Sonntag, wir haben ein unglaublich tolles Wetter, es ist sehr sehr früh und wir werden jetzt Richtung Omi fahren. Das ist nämlich eine Frage, die bekommen wir in den letzten Tagen und Wochen so oft gestellt und ich habe ja gesagt, ich werde dazu Stellung beziehen, wenn uns oder mir danach ist, weil es momentan halt auch nicht so einfach ist, was das angeht, gefühlstechnisch. Und damit ihr da auch endlich alle Bescheid wisst, habe ich gedacht, werde ich das jetzt einfach mal sagen. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, also Omi ist nicht ausgezogen, wir sind nicht zerstritten oder sonstiges. Es ist einfach so, dass die liebe Omi, und einige haben das ja auch schon bemerkt in den letzten Vlogs, wo Omi noch mit dabei war, dass, ja, sie sieht einfach nicht gut aus, sie fühlte sich nicht. Und es gibt im Leben bei gewissen Menschen, und das sind sehr, sehr viele heutzutage, einfach einen Punkt, wenn entweder schwerwiegende Ereignisse im Leben waren, die einen so ein bisschen rausgerissen haben oder auch nicht,
dann passieren Momente, dass der Mensch einfach in einem Loch fällt. In ein Loch fällt. Entweder Depressionen oder er auf nichts mehr Lust hat, obwohl das sind ja Depressionen. Er einfach Gefühle nicht mehr aufarbeiten kann, dass der Mensch sich alleine fühlt, verlassen. Ich weiß gar nicht, was man noch sagen kann. Es gibt so viele. Ja, also wir haben natürlich nicht die richtigen, ich glaube, oder uns fallen jetzt gerade die richtigen Begriffe nicht für ein. Auf jeden Fall arbeitet Omi in einer Reha. All das, was in den letzten Jahren passiert ist, auf. Und das war wirklich nicht wenig. Meine Mami hat unglaublich früh beide Eltern innerhalb kürzester Zeit verloren. Denn die Scheidung, dann musste sie ihre Eltern, die so krank waren, begleiten. Dann muss man von den Menschen, die man am meisten liebt, das Haus verkaufen. Und all solche Geschichten. Und irgendwann ist das einfach nicht mehr alles tragbar. Und dann kam das noch mit Roni zum Schluss. Jetzt, das war nochmal so der Tropfen auf dem heißen Stein quasi. Und wie gesagt, die Scheidung nach 30 Jahren und all solche Geschichten. Und wir haben lange auf diesen Reha-Platz mit Omi gewartet, weil wir gesagt haben, alle, wir brauchen einfach Fachpersonal, damit Omi einfach mal reden kann, dass sie alles loswerden kann, dass sie abschalten kann, dass sie einfach wieder der fröhliche, liebenswerte, das ist sie ja immer noch, aber einfach der Mensch wird, der sie eigentlich mal gewesen ist, wobei das sehr, sehr schwer ist. Ich denke mal, viele, die in ihrem Familien- und Freundeskreis damit zu tun haben, wenn Menschen in so ein Loch fallen, wissen, dass das nicht einfach ist, aber es ist ganz, ganz wichtig und da appelliere ich auch an euch da draußen, wem es so geht, gerade auch Depressionen. Lasst euch helfen, versucht euch Hilfe zu holen. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts, was einem peinlich sein muss, ganz im Gegenteil. Ihr kommt da alleine nicht mehr raus, das ist einfach Fakt. Das wollte ich nochmal an der Stelle gesagt haben. Man könnte jetzt ein riesen Video dazu machen, finde ich, weil ja, das sind einfach, es ist eine Krankheit, finde ich, die schwer zu verstehen ist, weil man sie nicht sieht. Genau, genau, weil man sie nicht sieht. Und sowas muss immer aufgearbeitet werden. Genau, ein gebrochenes Bein, wenn du einen Gips hast, das sieht man. Dann denkt man auch, Mensch, ne? Ach du Armer. Und ja, aber wenn du jetzt sagst, du hast Depressionen oder du fühlst dich nicht, du hast Panikattacken, Angststörungen, das sind so Sachen für einen gesunden Menschen, der das so leicht belächelt, würde ich mal behaupten, ne? Ja, nicht belächelt, aber der kann sich da, wir können uns damit ja halt nicht identifizieren. Genau, oder weil man wir kann einfach sich nicht wissen, wie es ist, wenn du einen Tag, das ist ja, sind so eine ganz, na, diese, wie Juli schon gesagt hat, detailliert müssen wir da jetzt nicht drauf eingehen. Genau. Aber ja, man hat so gute Tage, schlechte Tage, von 0 auf 100 ist man fröhlich, dann wieder schlecht drauf. Und das sind halt so schlimme Symptome, traurig. Und das Loch wird immer größer, in dem man reinfällt. Deshalb wirklich. Und wir sind so dankbar für diesen Reha-Platz. Und auch das ist ja in unserem deutschen System so schwer. Man hat wirklich Wochen, Monate darauf gewartet und mussten wie viele Papiere ausfüllen und so weiter. Wir haben ja ein tolles Krankensystem, also das ist das, was du damit meinst, genau. Ne? Aber die ganzen Formulare, die man ausfüllen muss, ne? Das ging wirklich, das ist echt, ich glaube, allein an die Rentenversicherung musste man 6-mal hin und her schreiben und so, also das ist echt. Und für einen Laien ist das auch nicht so einfach. Genau, wenn du dich damit nicht auskennst. Ja. Aber gut, Mama, Oma geht es auf jeden Fall schon besser. Ja. Man kann schon sagen, es geht ihr schon gut. Natürlich noch nicht zu 100%, sie ist aber auf einem richtig guten Wege. Genau, und das ist die Hauptsache. Und deswegen besuchen wir sie so oft wir können. Wir müssen dafür einige Kilometer und Stunden im Auto verbringen. Aber genau das ist ja auch das, was eine Familie zusammenhält und was ganz, ganz wichtig ist. Und wir zählen schon die Tage, wenn die liebe Omi wieder bei uns ist. Und dass dann wieder die Sonnenseite und die Sonnentage endlich wieder stattfinden. Alles ganz langsam. Aber wir schaffen das. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, liebe Omi, falls du das siehst, wir freuen uns gleich riesig, dich zu sehen. Und ihr könnt natürlich verstehen, dass wir da jetzt nicht großartig vloggen werden. Wir genießen einfach die Zeit, die wir dann zusammen haben. Und wir sehen uns dann vielleicht heute Abend dann wieder. Genau. Und, ja, bis später, Peter. Ich habe doch aber gar nicht Geburtstag, ihr Lieben. Aber Heidi hat das Papier ausgesucht. Genau. Und das ist ja wie Geburtstag. Nee, das muss Oma gleich auspacken. Willst du mit? Wow, darf Omi mal gucken? Ach so, Heidi reicht weiter. Danke. Ich möchte erst mal hier gucken. Soll Oma dir helfen? Mama? Oder hilf mal Oma? Vorsicht, umdrehen. Genau. Die hat es drauf. Gut reagiert. OMG.
Und Omi? Oh. Ein Träumchen. Ein ne? Träumchen. Das sind mehrere Träumchen. Und guck mal, wie zart die ist. Das ist das ganz, ganz neue Modell. OMG. Das ist ja die, die du bei mir immer so toll fandst. Okay, ja. Ich habe sie heute nicht. Ich nehme die heute mal ab. Meine Daniel Wellington. Daniel? Daniel? Danielle. Oh, bist du ganz aufgeregt? Ja. Oh mein Gott, ist die schön. Hammer, oh mein ne? Gott. Das zarte, ja. Das sind jetzt 28 und die ich letztens hatte, das sind 32. Man hat immer nur die großen Uhren. Ist die nicht toll? Die erinnert mich an meine Jugend. Schön. Schick ist von die. Von der Farbe, ne? Hammer. Stellst du mir das Armband gleich noch ein? Die möchte ich gleich auf umbehalten. Jeden Fall. Ist Hammer. Die schick? Die ist richtig schick. Hübsch, ne? Auch mit dem Schwarz ja. Und Silber. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Silberfan, aber das finde ich auch richtig hübsch. Oh, stell sie mir bitte ein. Zieh. Sofort. Oh, schicki-micki. Ist die schön. Zeig mal. Hammer. I like it. You like it? Yeah. Oh, wow. Oh, mit Silber, schick, ne? So wie meins. Ja. Oh, Kinder. Cool, ne? Deins ist ein bisschen größer als meins, Mama. Wir kommen nicht durcheinander. Ach, ich habe die Sicherheitsfolie gar nicht mitgenommen. Wir haben dir eine Sicherheitsfolie, eine Panzerglasfolie extra geholt. Oh, ist schick. Und auch von der Größe super, ne? Wie geht das dann? Da.